Mein eigentlicher Plan war ja, die ganzen hierhin zu locken. Weil die Comstock ja nicht mehr dahin geht. Und dann hätte man sie in Ruhe runterknallen können. Da geht's weiter. Na dann? Aber klar. Schade, dass Sie sie brauchen, um Comstock House zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Irgendetwas stimmt nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Wir müssen jetzt die drei Risse finden. Mann, jetzt eine ganz blöde Theorie. Das Haus kenne ich. Es gehört Albert Fink. Ich liebe seine Musik. Ob er wohl da ist? Und zwar vor 19 Jahren, als Beth geboren wurde, hat sie da vielleicht gleichzeitig einen Riss geöffnet bei der Geburt und dann war Lady Comstock tot oder so. Aber Lady Comstock hatte sich ja auch aufgeregt. Mann, ich suche jetzt die Taste. So. Können wir doch nachhören. Freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen. Und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Aber irgendwas hat sie doch mal bezüglich Beth gesagt. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde? Wozu bräuchte man Vergebung? Ich bin doch jetzt nicht blöd. Manchmal schon, aber jetzt auch nicht. Ach, irgendwas war da doch mal. Wieder so ein roter Riss. Wie bei Fink. Ja.
Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Irgendwas ist doch bestimmt beim Tesla-Labor. Man sind ja überall wieder welche. Oder aber auch Zeit. Auf jeden Fall sind es weniger. Atmen, Bocke, atmen. Da ist so viel Blut. Das ist so, ich finde das mit den Angaben hier blöd. Die Namen stimmen gar nicht überein. Nur selber wissen. Selber herausfinden. Zeig dich! Ah, jetzt können wir ins Zulzett-Labor. Waren wir zu schnell. Aber guck mal, der Patriot wäre jetzt eigentlich noch hier. Kannst du dir das mal ansehen? Das kriege ich hin. Haben wir alles schon erledigt. Fertig. Sonst wird es noch schwieriger hier, gewesen. Aufheben. Bitte sehr. Danke. Die Tesla-Labore. Lütes sind auch die, die uns ja am Anfang gesagt haben per Brief, ja vor wegen ein Riss. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Ach. Nimm diese Nummer und dann fing das Ganze hier an und ich weiß jetzt gar nicht, waren das die auch am Anfang im Boot? Was soll denn da drinnen sein? Das ist meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Und Madame Lutez? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Ich hatte recht. Wie hast du das vorhin gemeint? Recht. Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Du bist doch nicht Comstocks Tochter. Ich hab's am Anfang gesagt. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie.
Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Der Leuchtturm. Weiter gucken. Eine Infusion. Ah, jetzt haben wir da einen Stern. Dann machen wir hier mal auf 5. Vorrichtung sabotiert. Doch wir sind nicht tot. Theorie. Wir sind über den Möglichkeitsraum verteilt. Aber mein Bruder und ich sind zusammen und so bin ich zufrieden. Er aber nicht. Die Sache mit dem Mädchen bleibt ungelöst. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sie an unserer Stelle zu Ende bringen kann. Na, Lady Comstock. Sie hat sie ausgetragen. Oh. Geht weiter. Jetzt geht's. Hier drin ist ja nichts. Wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, irgendwas hier jetzt. Leite mich, Lady! Aha. Nicht die Augen schließen. Tue ich nicht. Wir waren aber schon wieder auf dem richtigen Weg. So, auch auf meiner Seite. Feuer,
bald. Los, mach! Bitte sehr! Läuft ja nicht gut. Aber was wird das? Ich habe kein bisschen genug Salz mehr. Gott. Das war's jetzt aber. Weiter. Bank des Propheten. Das war die ganze Zeit die Bank. Was kann dieser Ort mit meiner Mutter zu tun haben? Ich weiß es nicht. Was war das? Kennen wir alles schon. Sie ist hier. Das steht fest. Sichere die Zukunft deiner Familie.
Natürlich ein Aufzug, der flackert. Was da wohl passiert?